Ja, das Fazit ist klar. Wir haben gestern 3 Punkte in Cottbus liegen lassen. Für mich ist es besonders ärgerlich, dass wir das unnötigerweise getan haben. Wir haben ein Eigentor bekommen, ein sehr kurioses. Axel Avery wurde an den Kopf geschossen, musste abends noch ins Krankenhaus, hat eine Gehirnerschütterung. Das ist das 1-0. Haben dann im Prinzip 80 Minuten versucht, oder 85 Minuten, das Spiel umzubiegen. Haben es aber nicht geschafft, hatten nicht diese Konsequenz im Abschluss, die man dort erwarten müsste, und haben dann durch den Konter eigentlich die einzige Chance der Gäste dann 2-0 verloren. Besonders ärgerlich ist es für mich auch deshalb, weil zum ersten Mal Pele Wollitz im Stadion war und die Jungs nicht das gezeigt haben, was sie eigentlich können. Und dann hat man immer den Eindruck als Cheftrainer, das ist das Normale. Das war nicht das Normale. Wir haben in diesem Jahr oder in dieser Saison 3 Spiele gemacht, die nicht in Ordnung waren.